Boah, was ein cooler Trail, hey. Ja, aber der hatte schon so seine Tücken da drin. Spitzkehren, da hast du Wasserrinne, Steilstufen, permanent bist du in Action, musst dich bewegen auf Radrennen. Es darf nie statisch sein und Augen voraus. Und mit den Wasserrinnen habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder fährst du einfach langsam und kontrolliert, hebst das Vorderrad an, dass es über die Rinne kommt, Hinterrad rollt durch, oder du bist halt schnell genug und machst vorher ein Banjo. Das mit dem Umsetzen, das ist für viele einfach schon noch schwierig. Du musst dein Gewicht einfach wirklich übers Vorderrad bringen, Augen voraus und dann eben im richtigen Moment die Vorderradbremse dosieren. Das ist das A und O. Weil es einer von fast 10 Trails, die du hier fahren kannst. Und da haben wir noch einiges zu tun.